kann da oben aber auch die Buchstaben nicht wirklich erkennen auf der komischen Minimap, weil das so durchsichtig ist. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich in seinem blöden Rathaus und scheinbar ist das ein anderes Haus als das, wo der pennt. Oder er ist irgendwie in den Puff gegangen oder so, das weiß man ja nie. Aber da läuft er doch. Wieso hat er es denn so eilig? Hallo, warte mal. Ja, habe ich mitbekommen. Du weißt, guck mal, wie viel Uhr haben wir? Wir haben schon wieder 9 Uhr, ne? Kurz vor 9. Bist wieder nicht pünktlich im Acht auf der Arbeit gewesen, hast jetzt Schiss gehabt, dass das auffällt, ne? Deswegen bist du hier so schnell geflüchtet, weil du wusstest, dass ich dein Auge drauf hab. Fauler Sack. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ja, so brauchst du mir jetzt gar nicht kommen mit deiner Schleimerei. Was meint der hiermit? Es stört dich nicht, dass deine Männer dort kämpfen. Stört es dich wirklich nicht, dass deine Männer beim Steinbruch kämpfen? Wieso sollte mich das stören? Du nennst es Kämpfen, ich nenne es Üben. Wenn sie sich die Schädel einschlagen oder gegenseitig abstechen, greife ich ein. Aber bis dahin. Und ihre Wetten sind dir auch kein Dorn im Auge? Ich halte es für weniger sündhaft als Würfelspiele. Ich habe nichts dagegen, wenn einer der Jungs sich was dazu verdient, wenn er gut ist. Vielleicht heuere ich sie sogar an, wenn es in der Stadt mehr Ärger gibt. Also hast du nicht vor, etwas dagegen zu tun? Was kümmert dich das? Wenn sie sich überall in der Stadt prügeln und Leute angreifen, besteht ein Grund, sie festzunehmen. Aber bis dahin sollen sie doch kämpfen. Ich möchte der Stadt eine hohe Summe spenden. Grundgütiger? Das hört man wahrlich nicht alle Tage. Als Vogt freue ich mich natürlich über alles, was der Stadt zugutekommt. Ich würde dir gerne Vorschläge unterbreiten. Wie könnte das Geld sinnvoll genutzt werden? Eine ansehnliche Stadt braucht eine Steinbrücke. Die Holzbrücke reicht zwar noch, aber falls sie eines Tages unter dem Abt zusammenbricht, dann gnade uns Gott. Zudem haben die Leute immer wieder mit Überschwemmungen zu kämpfen. Eine Verstärkung des Wehrs und der Bau von Dämmen würde den Fluss besser im Zaum halten. Dann wäre da noch die Rüstkammer, die einst niederbrannte. Es war nie dringlich, doch nun herrscht Unruhe im Land. Mitunter brauchen wir Kettenhemden, Helme und Stangenwaffen. Ich möchte das Geld für einen deiner Vorschläge spenden. Und für welchen? Ich würde das gerne für die Dämme spenden. Das klingt mir am sinnvollsten. Weil eine Holzbrücke tut's auch noch. Wir wissen alle, wie teuer Brücken sind. Auch jetzt hier nicht hier die prunkvolle Steinbrücke sein, die er sich da wünscht. Die Spende ist für Dämme und das Wehr. Er wollte das ja nicht, ne? Ich weiß nicht warum. Jedoch in meinem Namen, Heinrich aus Skalitz. Wie viel möchtest du unserer Stadt zukommen lassen? Alles. Ja, alles ist 1,8, ne? Gehe ich mal davon aus. Das alles. Dafür gibt es nicht 34.000. Im Namen der Stadt Sasau. Deine Zuwendung wird dabei helfen, die Stadt zu verbessern und auch ihr Ansehen. Bitte verzeih, ich habe für so etwas keine Rede. Es kommt nicht oft vor, dass jemand für die Stadt spendet. Ist schon gut. Bis später. So. Hoffen wir mal, dass das in seinem Interesse war. Ich habe jetzt Pavel da, ich habe ja jetzt nichts gemacht, was Pavel nicht wollte. Ich hätte das natürlich auch aufteilen können. Die Kirche und die Stadt, aber das fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen lästig und es kommt mir jetzt auch nicht so vor, als wären 1800 zu viel für die Stadt. Also wenn ich das jetzt zu sehr aufteilen würde, dann hat im Prinzip keiner was davon. Das wäre so, als würde man jetzt in die Kirche gehen oder in die Grundschule oder so und sagen, hier, hast du einen Fünfer, hier hast du 5 Euro, mach mal was damit, so ungefähr. Was sitzen die denn alle hier draußen im Regen? Ist es euch nicht ein bisschen zu schlecht, das Wetter, als jetzt hier zu würfeln? Ihr seid echt bekloppt, Leute. So, es ist vollbracht. Ich spendete das Geld für das Gemeinwohl. Hab Dank. Wem hast du das Geld gegeben? Ich übergab das Geld dem Sasauer Vogt.
Die Stadt kann es gut gebrauchen. Weißt du, ich hätte das Gleiche getan. Vielleicht steht mir das Himmelsreich nun doch noch offen. Ab Dank, Heinrich. Seine Wunden sind jetzt auf jeden Fall weg. Dass ich einen solch selbstlosen Menschen kennenlernen durfte. Gott sei mit dir. Leb wohl, Pavel. Auf Wiedersehen. Und ich habe mich auf jeden Fall getäuscht in Pavel. Also, der wollte da echt das Geld spenden und hat da keinen Hintergedanken gehabt. Es kam mir alles so komisch vor. Auch mit seinem Hut und so. Und dass er das nicht holen wollte. Sehr seltsam, aber... Naja. Vielleicht sollte ich doch nicht immer das Schlechte in den Menschen sehen. Jetzt regnet es auf einmal wieder. Gerade eben hat es für eine Sekunde komplett aufgehört. Merkwürdiges Wetter hier in Sasau. So, du betest auch nur noch den ganzen Tag. Kann das sein? Sie arbeitet auch nicht mehr richtig, ne? Seitdem sie hier die Jungfrau... Die heilige Jungfrau, oder wie sie sich nennt, ist, heißt... Beim Allmächtigen, was hast du nur getan? Macht, wie auch immer. Warum? Was ist los? Geht es Matthias besser? Ja, es klingt unglaublich, aber er wird wieder. Er muss zwar noch liegen, aber er kommt wieder zu Kräften. Und hat auch schon wieder Appetit. Es kann nicht lange dauern, bis er wieder wohlauf ist. Ich hab's ja gesagt. Matthias ist ein zäher Bursche. Ja, es wird auch Zeit, da wird nämlich mein Bett wieder da frei, wo ich früher mal geschlafen habe. Was den Bürger aus Colin betrifft. Ja? Ich höre? Es ist gut gelaufen. Ich habe seinen Schatz gefunden und ihn zum Wohle der Stadt Sasau gespendet, wie Pavel es wollte. Gibt es irgendetwas, das du nicht schaffst? Ja, vor allem bei dem Regen hier, das ist ja richtiger Platzregen. Hab Dank. Diese Störenfriede. Waren Sie nochmal hier? Gott sei Dank nicht. Sie sind wie vom Erdboden verschluckt, aber... Etwas anderes ist geschehen. Ach, der nächste Auftrag. Was denn? Die heilige Jungfrau erschien mir wieder. Und zwar mit einer neuen Botschaft. Die Leute müssen davon erfahren. Und zwar sogleich. Was offenbarte sie dieses Mal? Das werden bald alle erfahren. Ich würde es gerne wissen. Denkst du wirklich, dass es eine gute Idee? Oh, gut verschlechtert. Das letzte Mal waren die Reaktionen etwas unvorhersehbar. Aber was ist mit den Leuten, die zu mir kommen und denen wir helfen? Es ist wichtig. Und noch dazu meine Pflicht. Ich kann die Botschaften doch nicht für mich behalten. Sie sind für alle bestimmt. Ja, du hebst langsam ein bisschen ab. Aber ich begleite dich besser. Hab Dank. Vielleicht sollten wir die Stadt meiden und das Wort der Jungfrau außerhalb verkünden. Nahe den Sasauer Wäldern ist eine Wiese. Ist nicht weit. Gehen wir dorthin. Eine kluge Wahl. Nun gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn du möchtest, kannst du dich hier aufs Ohr legen. Ein Bett findet sich. Langsam dreht die wirklich komplett durch, ne? Die denkt jetzt hier, sie ist Jesus oder so, habe ich das Gefühl. Ich bin herumgehetzt, als säße mir der Teufel im Nacken. Eine Mütze Schlaf kann nicht schaden. Lass den Teufel aus dem Spiel. Ich mache ein Bett für dich bereit und hole dir etwas zu essen. Ja, Mutter. Das klingt gut. Dann viel Glück. 24 Stunden ruhe ich mich einfach mal aus. Ja, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Also ich weiß ja nicht, ob das so ein gutes Ende nimmt mit Johanka. Nicht, dass die nachher noch als Hexe auf den Scheiterhaufen kommt oder so. Ich befürchte da echt nichts Gutes. Die ist halt durchgedreht irgendwie, ne? Inzwischen. Das hat ja schon so ein bisschen komisch angefangen, aber inzwischen ist die Alte ja komplett abgehoben. Dass sie jetzt meint, sie muss jetzt alles mit der Allgemeinheit teilen und ihre ganzen Visionen, die sie sich da einbildet und... So, als wäre sie was Besonderes und... Na gut, sie hatte ja wirklich... Die erste Vision war ja wirklich... Hast du gut geschlafen, Heinrich? Wie ein Stein. So gut habe ich ewig nicht geschlafen. Ja, da siehst du mal, wie gut wir uns hier um die Leute kümmern. Gehen wir, sonst wird es zu spät. Wohlan, ich folge dir. Ich habe gerade 24 Stunden geschlafen und jetzt sagst du mir, wir haben keine 2 Minuten mehr, um hier zu sprechen? Jetzt bin ich mal gespannt.
Und sie zeigte mir eine Prozession feiner Leute, die Schwerter in ihren Halftern und gar prunkvolle Gewänder trugen, mit Kronen auf ihren Häuptern. Doch dann erschienen Dämonen. Einige der Männer zogen ihr Schwert, um sie zu bekämpfen. Aber andere Männer begannen, die Dämonen zu umarmen. Wo war das Recht? Wo die Ordnung? Jeder war sich nur noch selbst der Nächste. Die armen Leute konnten dies nicht länger ertragen. Sie brachen mit ihren verderbten Meistern und suchten Zuflucht bei den Prinzen der Gerechten. Dann schritt die heilige Jungfrau dem Bösen entgegen. Mit dem ersten Schritt verbrannte sie ihre Gewänder. Mit dem zweiten zerbrachen ihre Schwerter. Mit dem dritten schmolzen ihre Kronen direkt über ihren Köpfen. Und dann... Vorsicht! Es gibt Ärger! Lauft! Heinrich, bitte kein Blut vergießen. Oh, was sind das für Typen? Vielleicht doch besser drauf bestehen sollen. Komm her, du! In der Stadt zu bleiben. Kein Blut vergießen, ein bisschen auf die Fresse. Jesus Christus! Du bist tot! Naja. Oh, verdammt! Das gehörst du auch dazu? Ja, gehört dir noch dazu. Gut, dass ihr alle grau angezogen seid. So kann ich euch besser erkennen. Du bist der Blaue, der Chef, oder was? Der hat mal richtig auf die Fresse bekommen. Na? Ist jetzt Vernunft gekommen, oder was? Wo ist Johanka denn hin? Jetzt abgehauen oder was? Mensch, die hat aber flinke Beine gehabt. Ja. Bitte, ich sag doch, das nimmt kein gutes Ende. Die ist so durchgeknallt. Ich habe jetzt aber nicht verstanden, was die Dorfbewohner jetzt für ein Problem hatten. Was war das jetzt für eine Gang, die da aufgetaucht ist? Und wieso wussten alle sofort Bescheid, dass das Ärger gibt? War ja jetzt nicht so, als war das offensichtlich, meiner Meinung nach. Also, was ist denn Johanka? Da läuft sie. Wie sie läuft. Halt. Johanka, du konntest denn kommen? Ja, ja. Sie sind uns nicht einmal gefolgt. Du hast einen Dorfbewohner auf unserer Seite verprügelt. Oh, shit. Sie wollten wohl nur auf dich losgehen. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Mir geht's gut. Den anderen auch. Wir sind hartnäckig. Richtig große Versammlung mit sogar 15 Leuten. Das habe ich mir auch gedacht, eben, als ich das gesehen habe. Weil sie ja noch meinte, oh, die Stadt ist nicht der richtige Ort. Dachte ich mir, hä? Schon bevor wir überhaupt losgingen, dachte ich mir, sie will doch die Aufmerksamkeit von allen, hat sie ja sogar gesagt. Es ist doch eigentlich besser, es im Ort zu machen. Als ich dann gesehen hatte, dass da auf dieser Wiese 15 Leute sitzen, wie du selber auch meintest, dachte ich mir, wow, das ist ja ein schlagender Erfolg gewesen. Das interessiert ja richtig die ganze Hut. Ah, mich hat das auch kalt erwischt. Sei auf der Hut, Johanka. Die ganze Sache gefällt mir nicht. Ist gut. Lass dich nicht von den Leuten einschüchtern. Du kämpfst für die Wahrheit. Die heilige Jungfrau hat dich auserwählt. Hab Dank. Zuspruch brauchte ich jetzt. Ich darf nicht aufgeben. Matthias, dir und auch allen anderen zuliebe. So ist's recht. Die Botschaft der heiligen Jungfrau muss gehört werden. Wenn wir schon beim Thema sind, wie fandest du denn meine Predigt? Eigentlich weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich diesen ganzen Fanatismus noch so unterstützen soll. Du hast ganz schön viel Mist geredet. Das müsste ich ja mal sagen. Sagen wir mal, ich habe nicht alles verstanden. Ich bin mir nicht sicher, worauf du hinaus wolltest. Menschen in prächtiger Kleidung und Dämonen.
Ich fand das verwirrend. So wurde es mir nun einmal offenbart. Mag sein. Aber vielleicht hättest du es so sagen können, dass man es besser versteht. Vielleicht. Doch selbst mir fällt es bisweilen schwer, das alles richtig einzuordnen. Ach, das wird schon. Hab Dank. Heinrich, über eine Sache müssten wir noch reden. Es kam wieder ein Sünder, dem ich helfen soll. Nimmst du dich der Sache an? Ach, es hört nicht auf, ne? Sie will dauernd meine Hilfe. Sicher. Ich helfe dir doch immer gern. Um was geht es dieses Mal? Dieses Mal geht es um dich. Um mich? Jeder sündigt. Und du bist da keine Ausnahme. Heinrich, wir müssen reden. Ja, das dachte ich mir auch. Ich versuchte stets, aber ja, auch ich sündigte. Niemand ist frei von Sünde. Und deswegen müssen wir alle Buße tun. Ich habe auch viel Gutes getan. Ich weiß, Heinrich. Ich verurteile dich nicht. Ich will nur, dass du deine Sünden wahrnimmst und Buße tust. Welche Sünden meinst du denn? Horche selbst in dich hinein und höre auf dein Gewissen. Und noch etwas. Du hast das Weib deines Nächsten begehrt. Oh. Hä? Wen? Und du hattest mit dem Gustavs Beischlaf. Wen meint sie denn? Das Weib deines Nächsten. Das Weib deines Nächsten ist doch eine, die vergeben ist, ne? Aber Theresa, wen haben wir denn da noch so alles? Sie hat mich verführt. Mich trifft keine Schuld. Schlechter. Die Burgherrin von Thalmberg trug mir mitunter auf, Wein und ein Pferd zu beschaffen. Ich kann nichts dafür. Vergessen. Ich wusste nicht, was sie vorhatte. Mit dem Hemd und allem anderen. Hat sie dich etwa gezwungen? Naja, nicht direkt. Aber wenn mir die Herrin von Thalmberg etwas schenkt, kann ich schlecht Nein sagen. Oh, na schön. Aber vergiss nicht, dass letztendlich du für deine Taten einstehen musst. Ja, ich werde es mir merken. Und mir kam zu Ohren, dass du manchmal lange Finger bekommst. Was? Was? Man sagt, du würdest alles stehlen, was nicht nied- und nagelfest ist. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Was? Niemals. Ja, was soll ich sagen? Muss er das sagen? Es stimmt. Ich war nicht immer ein guter Christ. Und ich schäme mich dafür. Bitte vergib mir. Nicht mich solltest du um Vergebung bitten, sondern die Opfer und den Herrgott. Ja. Die Opfer? Also jetzt übertreibst du mich. Und wie ich hörte, bist du schon öfter im Kerker gelandet. Jetzt hält sie mir eine Predigt mehr über meine ganzen. Nicht am Pranger stehst. Nun ja. Meine ganzen Untaten. So etwas, ich glaube, es geht los, ey. Und das, nachdem ich alles gemacht habe. Das hätte sie mir mal direkt als erstes sagen können. Mir meine ganzen Sünden hier vorpredigen. Da hätte ich mir das nämlich anders überlegt. Dann hätte sie mal ihren Scheiß selber machen können. Na, so, aber nicht mit mir. Ich war dort auf geheimer Mission, das ist immer der Hammer gewesen. Wenn ich die Leute ausgeraubt habe und von den Wachen erwischt wurde. Ich bin auf geheimer Mission. Und die Wachen, ah ja, gut, dann lasse ich dich mal weiter. Das war immer lustig. Ja, damit mache ich wieder alles kaputt, wenn ich ihr das sage. Ich mache hier, ich habe meine Lektion gelernt. Ah, das war ja nur jugendlichem Leichtsinn geschuldet. Ich habe meine Lektion gelernt. Wirklich. Ich hoffe, das passiert dir nicht wieder. Außerdem heißt es, du hättest mit Dirnen Unzucht getrieben. Ach, jetzt komm. Also wer macht es nicht? Schämen solltest du dich. Also, das sind Badehausmädchen. Dirnen doch nicht. Das sind Badehausmädchen. Ich gehe dort nur hin, um mich zu waschen. Eben, also was denkst du von mir? Hast du nie jemanden getötet, Heinrich? Vielleicht ein, zwei Leute. Wicht. Ich habe ihn gehasst. Wegen Scarlets, wegen und des noch Schwerts, ungefähr nie zuvor 500 andere, aber die sind und jetzt nicht so wichtig. Bereue ich da kenne ich nämlich den Namen nicht. Ich verlor die Kontrolle und der Hass obsiegte. Ich hätte ihn dem Henker überlassen sollen.
Du gabst dein Bestes zum Schutze anderer. Du bist mutig, Heinrich. Aber zu töten? Der Herr vergib es dir. Und hast du, abgesehen von Wicht, gemordet? Du hast mir von diesem Mörder erzählt. Da hattest du wohl keine andere Wahl. Aber sonst? Nämlich das, ich musste mich oder andere verteidigen oder nicht, war nicht der Einzige. Eigentlich ist das hier das Richtige. Natürlich habe ich niemanden umgebracht aus reiner Gier oder so. Aber das mit dem Verteidigen stimmt eigentlich eher. Natürlich bereue ich das in dem Sinne, aber... Ich musste mich oder andere verteidigen. Es ging nicht anders. Wenn das wahr ist, wird Gott dir vielleicht vergeben. Heinrich, einen Menschen zu töten ist kein geringes Vergehen. Und du hast noch mehr auf dem Kerbholz. Ja, du hörst gar nicht mehr auf. Ich merke das schon. Lass dir die Last von deiner Seele nehmen. Du hast da richtig Gefallen dran gefunden. Du hast recht. Sag, was kann ich jetzt für mein Seelenheil tun? Du solltest zur Buße eine Wallfahrt unternehmen. Unterwegs hast du viel Zeit, über deine Sünden nachzudenken. Geh nach Uschitze. Dort steht eine Marienkirche. Zieh dir ein Büßerhemd an und geh als Zeichen der Demut barfuß dorthin. Kann ich nicht reiten? Muss ich da jetzt im Ernst barfuß hinlaufen oder was? Und wird mir dann wirklich vergeben? Wenn du aufrichtig und demütig all deine Sünden bereust, wird die heilige Jungfrau barmherzig sein. Was, wenn ich die Last meiner Sünden nicht tragen kann? Du trägst sie doch schon lange. Ja, aber ich habe nie darüber nachgedacht. Bis jetzt. Bete für Linderung, wenn auf du denkst, wird überfallen, du musst noch einen umbringen. Wenn du am Wegesrand ein Kreuz oder einen Bildstock siehst und innehältst, wird es dir leichter fallen, weiterzugehen. Gott hilft dir, die Last deiner Sünden zu tragen, wenn du sie aufrichtig in deinen Gebeten bereust. Bereue an jedem heiligen Ort jede deiner Sünden. Dann ist dir die Absolution gewiss. Hab Dank, Johanka. Mich meinen Sünden zu stellen, ist jetzt wahrscheinlich das Einzige, was ich tun kann. Wenn du in Uschitze bist, bete zur heiligen Jungfrau, auf dass sie beim Herrgott Fürbitte leistet. Und wenn du fertig bist, spende der Kirche etwas. Ja, Geld. Jetzt soll ich ihr noch Geld spenden. Wie viel? Gib der Kirche 600 Groschen. Und sie hat auch noch eine genaue Vorstellung, wie viel. Du solltest keine Zeit mehr verlieren. Für neue Kleider oder was? Kosten so viel deine neuen Schuhe oder was, die du dir ausgesucht hast, 600 Groschen? Also ich glaube, sie hat den Arsch auf. Und dann nimm die Büßerwallfahrt. Aber es geht los. Büßer auf Reisen. Was für ein Scheiß. Ich soll jetzt hier diese einzelnen Punkte abgehen, oder was? Tatsache. Wie weit ist das? Okay, es ist nicht so weit. So. Bevor wir das machen, will ich aber erstmal nochmal einen wegstecken. So viel Zeit muss sein. Ja. Also ich meine mich waschen. Weil wir wollen ja auch, wenn wir auf unserem Pfad der Tugend wandern, sauber sein. Und deswegen besuchen wir das Badehaus. Nochmal ein letztes Mal waschen. Danach waschen wir uns nie wieder. Das ist ja die Schuld von Johanka, dass wir stinkend zu Theresa müssen, die ja auch noch auf uns wartet. Wieso finde ich jetzt hier die Brücke nicht? Irgendwie den falschen Abzweig genommen. Ja. Ja, ja. Was heißt mit ja, ja, Luna? Ja. Ist doch nicht Heinrichs Stimme, oder? Ja. 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 So dumm. Okay. Das Badehaus.
diese Elstern wieder, ne? So, ich habe die Fackel noch draußen. Also die echte. Nicht die Möge andere. Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Ja, wo du gerade von Gott sprichst. Ich möchte. Möchte mich bestellen. Segnen lassen. Aha, und was darf's sein? Ein Bad. Kleider möchte ich reinigen. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Du wirst es nicht bereuen. Mach's gut. Was habe ich denn jetzt bezahlt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin an euren... Und was darf sein? So, und dann... Ich hätte gerne... ein Bad. Zu zweit nur. Der Heinrich ist aber ganz schön anspruchslos. Bereuen. Also ich würde es ja nochmal richtig knallen lassen. Oh, Heinrich. So, und das Gute ist jetzt, wir schlüpfen jetzt direkt, jetzt wo wir so richtig schön sauber sind, richtig schön poliert, schlüpfen wir jetzt direkt in unser, in unser Mönchsgewand. Boah, ist das makaber. Ja, gute Frau. Ist das die eine wieder? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das wäre die eine, die... Hast du was verloren? Ja, meine Unschuld. Meine Unschuld. Und, ziehen direkt das Büßergewand an. Wie geil ist das denn? So, ziehen alles andere aus. Die Waffen müssen wir aber auch ausziehen, sonst ist das ja bescheuert. So. Ja, da muss ich echt den Weg laufen, ne? So um 10 Uhr morgens. Ich hoffe, das passt. War so gut, ja. Sind das noch Nachwirkungen? Okay, hier ist der erste. Dann mal los! Ja. Oh nein, nicht direkt in den Sumpf fallen. Wird doch wieder dreckig. Oh nein! Was ist los? Hilfe! Gott. Was war das gerade? Bin ich jetzt komplett dreckig? Wie sehe ich aus? Bin ich noch sauber? Nicht, dass ich mich nochmal waschen muss. Also, so schnell hintereinander nochmal waschen, das ist eine Herausforderung. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Gib mir 5 Minuten. Wie komme ich denn jetzt... Wie komme ich denn jetzt da hin? Ja. Gibt's gar keinen so richtigen Weg, ne? Wo ich da lang soll. Eieiei. Ach, ein bisschen leidig ja mit dem guten Heinrich. Gerade das letzte Mal in seinem Leben Spaß gehabt. Ja, obwohl, wenn er heiratet, dann darf er ja. Vielleicht hat er ja nochmal die Chance bei Theresa. Wer weiß, wie das DLC ausgeht, beziehungsweise weitergeht. Wobei, ich glaube, dass es ein Rückblick ist, wenn man Theresa spielt. Warte mal, ich bin hier falsch gelaufen. Ach, komm. Oder verschwinden die Dinger gar nicht? Ich bin jetzt schon genervt von dieser Pilgerreise und die ist noch nicht mal losgegangen. Zufällig wieder dreckig geworden. Ja, ups. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Ich muss mich nochmal waschen gehen. Dreckiger Heinrich.
Jagd.